Ihr lieben Freunde meines Kanals, willkommen zurück zu Baphomets Fluch, der Director's Cut. Wir befinden uns in der Hagenmeier Klinik, denn hier liegt der geheimnisvolle Marquis. Der sollte eigentlich in Irland von Professor Pegram einen Edelstein in Empfang nehmen. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert, denn Pegram musste Hals über Kopf aufbrechen und hat den Edelstein dann seinem Handlanger Sean Fitzgerald gegeben. Der wiederum wurde vom Kostümmörder Khan mit einem Auto angefahren und verschleppt. Ja, den Edelstein hat er vorher verloren, den haben wir gefunden. Aber was hat es mit dem Ganzen eigentlich auf sich? Und vor allem, wer ist Marquis? Das werden wir herausfinden. Ja, hier reckt und streckt sich die ganze Zeit schon ein Arzt. Hier sitzt noch eine freundliche Dame am Empfang. Und ansonsten muss ich sagen, für ein Krankenhaus sieht das hier doch eigentlich sehr, sehr angenehm aus. Überall grüne Pflanzen, alles wirkt sehr positiv. Ja, schön. Oder? Finde ich zumindest. Normalerweise sehen Krankenhäuser ja immer total steril aus. Und kennt ihr das? Man ist gerade 2 Minuten in einem Krankenhaus und man fühlt sich sofort krank. Der Typ scheint sein autoritäres Image zu trainieren. Heute arbeitet er gerade an Kapitel 2, dem vernichtenden Blick. Mhm. Die Frau schafft es, total überarbeitet und gestresst auszusehen, obwohl sie überhaupt nichts zu tun scheint. Okay, sie tippt die ganze Zeit auf ihrem Computer herum, wobei, wenn ich mir das so ansehe, sieht es eher so aus, als würde sie einfach nur die Finger bewegen, wahrscheinlich damit dieser Mann hier denkt, dass sie schwer am Arbeiten ist, nicht, dass er noch auf die Idee kommt, dass man an der personellen Situation etwas ändern sollte. Jetzt aber langsam genug gequatscht, ich glaube, wir sprechen ihn einfach mal an. Hi, ich heiße George Stobbart. Wirklich? Wenn Sie einen Termin machen wollen, gehen Sie zum Empfang. Ich suche jemanden, der Jacques Marquis heißt. In welcher Abteilung arbeitet er? Überhaupt nicht, er ist hier als Patient. Ach so, ja, ja, ja. Sie wissen, dass hier strikte Regeln in puncto Besuchszeiten herrschen, nicht wahr? Ja, aber das ist mir für gewöhnlich egal, denn ich muss ja immerhin eine weltweite Verschwörung aufhalten. Es ist wichtig, ich muss dringend mit Marquis reden. Wir machen absolut keine Ausnahmen. Aber es geht um Leben und Tod. Das gut geölte Funktionieren dieses Krankenhauses ist die wirkliche Sache um Leben und Tod. Und darum haben wir Regeln. Kommt jemand in ein Krankenhaus und sagt, es geht um Leben und Tod, sagt der Arzt, erzählen Sie mir mal etwas Neues. Ich sollte Sie vielleicht warnen, dass Marquis nicht das ist, für was Sie ihn halten. Das müssen Sie schon etwas näher erklären. Er hat sich mit ein paar Leuten verbündet, die die Herrschaft der Erde übernehmen wollen. Quatsch. Davon einmal abgesehen, haben Marquis Auftraggeber im Voraus gezahlt. Und das für eines unserer exklusivsten Privatzimmer. Könnten Sie mir verraten, wer die Chefs von Marquis sind? Natürlich nicht. Okay, gut. Ich glaube, die meisten Sachen hiervon bringen uns wenig, aber vielleicht hat er ja Khan gesehen. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, den kenne ich nicht. Okay, gut. Dann würde ich sagen... Vielen Dank für Ihre Hilfe. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Vielleicht kann mir ja die schwer beschäftigte Dame am Empfang mehr erzählen. Verzeihung. Oui, Monsieur? Ist das die Hagenmeier-Klinik? Stimmt, haargenau. Ich dachte, ich wäre in einem Gartencenter. Oh, die Pflanzen. Die waren meine Idee. Ein bisschen Grün, um einen Hauch Natur hereinzubringen. Womit kann ich Ihnen helfen? Ich möchte Jacques Marquis besuchen. Ah, ja. Sind Sie mit unserem Patienten verwandt, Monsieur? Lügen oder Wahrheit? Yeah, ich bin sein seit langem verschollener Bruder. Ein Bruder, der nur halb so alt ist, einen anderen Namen und einen amerikanischen Akzent hat? Yeah, darüber wundern sich die Leute immer. Daran ist aber, denke ich, unsere Mutter schuld. Wir wurden in frühester Kindheit voneinander getrennt. Es war tragisch. Eine Verwechslung im Kindergarten des Einkaufszentrums von Oakland. So etwas Lächerliches habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Das war's wohl nicht.
Also kann ich Marquet sehen, bevor er in die ewigen Jagdgründe eingeht. Mit dieser Einstellung kommen Sie ganz sicher nicht sehr weit. Meine Anweisungen waren deutlich und klar. Niemand besucht Marquet. Und solange Sie nicht beweisen können, dass Sie ein Verwandter oder sehr nahestehender Freund sind, verschwenden Sie hier Ihre Zeit. Ist Marquet von einem Mann in einem Clownkostüm besucht worden? Ganz sicher nicht. Sie haben keinen verkleideten Mann gesehen? Naja, doch. Da ist Theodor, der Bär. Der kommt jeden Donnerstag, um die Kinder zu unterhalten. Ich persönlich glaube ja, dass er sie mit seinem zerzausten alten Bärenkostüm eher halb zu Tode erschreckt. Wenn ich bewegungslos auf dem Rücken liegen müsste, mit Schläuchen aus sämtlichen Öffnungen, dann wäre er bestimmt der Letzte, den ich sehen möchte. Hatte Marquet Besuch von ein paar Gangstern? Das will ich doch nicht hoffen. Können Sie sie beschreiben? Ein dünner Typ, der wie ein Wiesel aussieht, und sein Freund, der Gorilla. Hört sich an, als wären sie aus dem Zoo ausgebrochen. Gut, das hat jetzt nicht so sonderlich geholfen. Haben Sie diesen Mann hier in der Klinik gesehen? Nein, Monsieur, und ich vergesse nie ein Gesicht. Okay. Gut, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Ma'am. Gern geschehen. Ja, wir probieren es einfach mal auf eigene Faust. Mehrere Minuten später. Und erreichen praktisch nichts. Entschuldigung, aber... Auch nicht. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Verzeihung. Oui, Monsieur? Okay, jetzt kann ich hier nur ein Item anwenden. Zum Beispiel die rote Nase. Woran erinnert Sie diese falsche Nase? Das ist eine Clownsnase. Korrekt. Bringt nichts. Schauen Sie sich diesen Ausweis an. Sie sind also Morlin. Marquet hat schon nach Ihnen gefragt. Nach mir? Ja, er hat Ihren Namen gerufen, als Sie ihn eingeliefert haben. Na, dann schauen wir doch mal. Er war auf Station B12, wenn ich mich recht erinnere. Oh, er wurde verlegt nach... Ach du meine Güte, er ist auf Station J2. Das ist... die Station von Schwester Grendel. Schwester Grendel? Was ist so schlimm an Schwester Grendel? Sie leitet die Station wie ein südamerikanisches Gefängnis. In einer Station für Disziplin zu sorgen, ist doch kein Verbrechen, oder? Disziplin? Wenn es um Gehorsam und Strafe geht, steckt sie den Marquis de Sade locker in die Tasche. Alles, und damit meine ich wirklich absolut alles, läuft nach einer strikten Routine ab. 6 Uhr wecken, 6 Uhr 10 auf die Toilette und wehe dem, der keine Ergebnisse vorzeigen kann. Ihre Patienten sind wie pavlovsche Hunde. Sie hört sich wie ein echter Albtraum an. Und das ist noch untertrieben. Wenn Schwester Grendel so bösartig ist, warum wird sie dann von den Verantwortlichen geduldet? Sie gehört quasi zum Inventar. Langsam ging mir ein Licht auf. Diese Dame war eifersüchtig und das nicht zu knapp. Wie finde ich die Station von Schwester Grendel? Den linken Korridor runter, an der Toilette für Verwaltungsbeamte im höheren Dienst rechts. Und nochmals rechts ab beim Kaffeezimmer des Verwaltungsrates. Hinter der Krankenhausleitungssauna links halten und am Ende nochmal links, das ist J2 und viel Glück. Auf jeden Fall muss man ja sagen, der Leitung des Krankenhauses geht es ziemlich gut. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Ma'am. Gern geschehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur daran liegt, wie ich die Dialoge geführt habe, aber ich kann mich daran erinnern, im Original lässt sie noch einen Spruch über Schwester Grendel ab, dass es noch niemanden im Haus gibt, der sie nicht als Matratze benutzt hat. Also quasi, der noch nicht mit ihr ins Bett gegangen ist. Weiß ich nicht, ob sie das jetzt einfach aus Gründen rausgenommen haben, dass der Witz vielleicht unpassend gewesen wäre. Ist mir aber nur so aufgefallen. Als ich mich umdrehe, sehe ich die Quelle des grausigen Geräuschs, das durch die Korridore hallt. Es ist eine Industriebohnermaschine, hinter der ein merkwürdig aussehender Typ herzockelt. So, genau. Hier ist ein Typ mit einer Bohnermaschine. Wir haben hier einen weiteren Gang und wir haben hier noch eine verschlossene Tür.
An der Tür ist nichts, was wie ein Schild oder eine sonst wie geartete Bezeichnung aussehe. Hey, Sie da! Da können Sie nicht rein! Wieso nicht? Ich bin für den Inhalt des Schranks verantwortlich. Ah ja, okay, der wird uns hier nicht reinlassen und wahrscheinlich wird er noch den ganzen Tag hier dieselbe Stelle bohnern. Er sieht völlig grundloserweise abgehoben glücklich aus. Hallo. Was ist? Ich sagte hallo. Oh, hi. Kann ich mal eine Sekunde mit Ihnen reden? Ich dachte, das hätten Sie gerade gesagt. Nun schauen Sie doch nicht so betröppelt. Egal, wie schlimm die Dinge aussehen mögen, ich lass mich vom Leben nie umhauen. Oh yeah, und was ist der Trick dabei? Och, das ist ganz einfach. Sie müssen nur ganz einfach lächeln und dieses kleine Liedchen pfeifen. Wenn Sie anfangen zu pfeifen, stopfe ich Ihnen Ihre Zähne in die Nase. Abgemacht. Okay. Haben Sie irgendwelche merkwürdigen Figuren in den Fluren herumlungern sehen? Nein, Sir, hab ich nicht. Aber ich brauche auch vor nichts Angst zu haben. Was war das, Mr. Shiny? Du besorgst es den Kerlen schon? Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Wenn man einen Freund wie ihn hat, braucht man sich vor seinen Unterdrückern nicht zu fürchten. Das muss sehr beruhigend sein. Das ist er. Oh ja. Oh mein Gott, Mr. Shiny, er hat seiner Bohnermaschine einen Namen gegeben. Ist Mr. Shiny zufälligerweise Ihre Bohnermaschine? Bitte, nennen Sie ihn nicht so. Er ist eher ein Freund als eine Maschine. Ich habe Mr. Shiny jetzt schon 3 Jahre und er hat mich noch nicht einmal im Stich gelassen. Wie kommt es, dass Sie so ein enges Verhältnis zu einer Bohnermaschine haben? Ich habe Sie doch gebeten, ihn nicht so zu nennen. Er hat einen Namen, wissen Sie? Oh yeah, Mr. Shiny. Es ist einfach so, dass... Sie finden das merkwürdig, nicht wahr? Mir macht das nichts aus. Die Kollegen hier meinen, ich sei verrückt. Haben Sie gehört, wie Sie hinter meinem Rücken Witzchen reißen, wenn ich Mr. Shiny seinen wöchentlichen Ausgang gebe? Okay. Wissen Sie, wo ich einen Patienten finde, der Marquet heißt? Nein, ich darf mit Mr. Shiny nicht auf die Station. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Wer ist das? Das frage ich Sie doch gerade. Haben Sie ihn schon mal gesehen? Woher soll ich das wissen? Sie haben mir ja nicht gesagt, wer das ist. Schauen Sie sich das Foto an. Yeah, okay. Also, haben Sie ihn schon mal gesehen? Nein. Na gut. Bis später. Yeah, passen Sie auf sich auf. Ja, sehr gut. Ich geh mal. Oui, Monsieur? Ist das Station J2? Ist es, aber Sie gehören hier nicht hin. Wir haben sehr strenge Besuchszeiten. Können Sie nicht mal eine Ausnahme machen? Ich bin den ganzen Weg von Kalifornien bis hierher gekommen. Da müssen Sie mit dem Arzt sprechen. Solange kann ich nicht warten. Was ist, wenn er inzwischen den Löffel abgibt? So können Sie hier drin nicht reden. Das hier ist ein Krankenhaus. Sie müssen gehen. Das hat jetzt mal gar nicht funktioniert. Okay, dann würde ich mal sagen, Trick 17. Und ich verrate es euch gleich. Die Lösung ist hinter dieser Tür. Aber wie kommen wir da hin? Immerhin ist hier ja der Alte und Mr. Shiny. Aber wie ihr sehen könnt, geht hier hinten ein formschönes Kabel entlang. Und an diesem Kabel hängt anscheinend auch die Lebenskraft von Mr. Shiny. Als ich den Stecker aus der Steckdose ziehe, hustet die Maschine, spuckt und steht still. Mr. Shiny? Was ist los, Kumpel? So. Der Alte ist weg. Aber ich kann nichts machen. Jetzt aber flott. Und zapp, zarapp, bin ich ein waschechter Arzt.
So. Ja, jetzt bin ich ja ein Arzt und jetzt kann sie mich ja eigentlich nicht mehr wegschicken. Guten Tag, Doktor. Die Patienten sind für die Visite bereit, Doktor. Danke, Schwester. Das hier werden Sie brauchen, Doktor. Visite? Sie gibt mir eine lange, schmale Metallkiste, garniert mit einem bezaubernden Lächeln. Danke. Könnten Sie bei der Gelegenheit auch einen Blick auf den Patienten in Bett Nummer 3 werfen? Er heißt Eric Soapmarsh. Haben Sie irgendwelche Clowns auf der Station? Aber ja, haben wir. Sogar einen Berufsclown. Ich wette, der bringt Stimmung rein. Wohl kaum. Monsieur Boissy liegt seit mindestens 3 Monaten im Koma. Das ist natürlich dann nicht so lustig. Was ist los mit Boissy? Er hatte einen ziemlich üblen Unfall. Eine dumme Sache mit einem Einrad. Sein augenblicklicher Zustand rührt von dem posttraumatischen Schock her. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass er jemals wieder als Clown arbeiten wird. Hinter jeder Wolke verbirgt sich ein Silberstreif am Horizont. Oder so ähnlich. Haben Sie einen Patienten mit Namen Marquet auf dieser Station? Oui, Monsieur. Er ist in dem Privatzimmer am Ende der Station. Er steht unter strikter Quarantäne. Warum ist Marquet isoliert? Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, müssen Sie mit Herrn Hagenmeier sprechen. Ich weiß nur, dass der Eintritt in Marquets Zimmer absolut verboten ist. Wissen Sie, wer Marquets Zimmer bezahlt hat? Nein, das weiß ich natürlich nicht. Eine Vorzugsbehandlung wie diese hier muss doch einen Arm und ein Bein kosten. Das geht mich nichts an, Monsieur. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, ich glaube nicht. Na gut. Danke, Schwester. Au revoir, Monsieur. Gut, dann also mit Herrn Hagenmeier sprechen. Denn irgendwie muss ich ja ins Zimmer von Marquet kommen. Ah ja. Hier ist jetzt Hagenmeier und eine andere Person. Ups, wollte ich gar nicht. Die Frau schafft es total über... Das Gesicht des jungen Mannes strahlt Energie und Enthusiasmus aus. Meine Meinung, frisch von der Uni. Okay. Hi, ich heiße George Stobbart. Ja, mein Herr? Freut mich, Sie kennenzulernen, Sir. Sie können mich George nennen, wenn Sie wollen. Sind Sie sicher? Ja, so heiße ich. Ich heiße eigentlich Benoit, aber alle nennen mich Bunny. Bunny? Stimmt, genau. Ich hatte dieses niedliche Häschen, als ich noch klein war. Verschonen Sie mich damit, Benoit. Wissen Sie etwas über einen Patienten namens Marquet? Nein, Sir. Ich kenne noch so gut wie gar keinen der Patienten. Ich habe noch nie einen Arzt getroffen, der zugegeben hat, dass er auch nur ein Mensch ist. Ich bin noch in der Ausbildung, Sir. Ich werde mich schon noch anpassen. Kennen Sie die Schwester auf Station J2? Nein, Sir. Heute ist mein erster Tag hier. Ich kann es gar nicht erwarten, bis ich die ersten im Bett vor mir habe. Ich meine natürlich Patienten, meine ersten Patienten. Natürlich nicht die Schwestern. Halten Sie den Mund, Benoit. Okay, Sir. Okay, Sir. Kennen Sie den Mann auf dieser Fotografie? Nein, Sir. Habe ich noch nie gesehen. Absolute Standardfrage. Jeder muss erstmal sagen, ob er den Mann auf dem Foto kennt. Bis später dann. In Ordnung. Okay. Hagenmeier, mal hergehört. Entschuldigung, aber... Aha, genau der richtige Mann. Ja, Sie müssen der Neue sein. Muss ich wohl. Ja, also, dann laufen Sie hier nicht länger rum wie ein aufgescheuchtes Huhn und machen Sie sich nützlich. Bunny, komm her, Junge. Das ist Benoit, mein Neffe. Könnten Sie wohl mal auf ihn aufpassen? Ja, wäre vielleicht nicht schlecht, zumindest jemand mit grundlegenden medizinischen Fähigkeiten an meiner Seite zu haben. Ja, er kommt frisch von der medizinischen Fakultät. Das wird ihm die Augen öffnen, wenn er einen echten Arzt bei der Arbeit sieht. Darauf könnte ich wetten. Führen Sie ihn herum. Zeigen Sie ihm mal echtes Leid. Yeah, okay. Ein echter Arzt, der bin ich. Genau. Entschuldigung, aber... Okay. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Na gut. Achso. Muss ich nochmal mit Bunny... Okay, Bunny... Okay, Bunny läuft mir jetzt hinterher. Okay, Bunny, komm mit. Wir gehen auf Station. Da ist er auch schon.
So. Du bist jetzt hier mal der Arzt, du machst die Visite und ich gehe jetzt mal einfach weiter. Doktor! Oh nein. Was ist los? Sie haben meinen Blutdruck noch nicht gemessen. Sieht mir ganz gut aus. Sie machen das nicht richtig. Und ob ich das richtig mache? Nein, machen Sie nicht. Dr. Monroe hat das nie so gemacht. Ich kann keine vernünftigen Werte erhalten, solange Sie dermaßen aufgeputscht sind. Ich komme später wieder. Verdammt. Bunny! Hey, Benoit. Ja, mein Herr? Hier, nehmen Sie dieses Blutdruckmessgerät. Vielen Dank, Sir. Was soll ich damit anfangen? Also, naja, passen Sie gut drauf auf, bis mir was einfällt. Folgen Sie mir, Benoit. Ich bin direkt hinter Ihnen, Sir. Hallo, jemand zu Hause? Wer sind Sie denn? Ich bin Dr. Stobbart und ich bin hier, um Sie auf dem steinigen Weg der Genesung zu begleiten. Dr. Monroe sagte, für meine Krankheit gäbe es keine Heilung. Ihr Problem ist, dass Sie zu viel Zeit im Bett verbracht haben. Sind Sie sicher, dass Sie qualifiziert sind, Herr Doktor? Das sollten Sie man besser glauben. Der Ärmste, ey. Was halten Sie von Schwester Grendel? Sie ist eine sehr effiziente junge Frau. Effizient? Das klingt, als wäre sie ein Staubsauger. Ich kann mich nicht beklagen. Das ist sehr gut. Die Frau am Empfang beschrieb Schwester Grendel als ein echtes Monster. Also das ist einfach nicht wahr. Sie ist sehr streng, aber das ist ihr Job, nicht? An einem Ort wie diesem hier muss Disziplin herrschen. Genau. Was können Sie mir über Marquet sagen? Das ist der Mann in dem Privatzimmer, nicht? In dem Zimmer, das mir gehörte. Bevor die mich wie einen Zigeuner einfach rausgeschmissen haben. Na. Das ist aber nicht nett. Wissen Sie, was Marquet fehlt? Die sagen mir doch noch nicht einmal, was mir fehlt. Sagen Sie, Doktor, was ist Ihre Meinung über meinen Fall? Es ist zu früh, sich festzulegen. Aber ich bin doch schon seit 3 Monaten hier. Tja, manchmal dauert's länger. Ich komme später wieder. Hey, Benoit. Ja, mein Herr? Haben Sie noch das Blutdruckmessgerät, das ich Ihnen gegeben habe? Oh, sicher. Was soll ich damit tun? Benutzen Sie es bei Eric Sopmarsch. Okay. Sehr gut. Bekommt der seinen Blutdruck gemessen? Alles gut. Und ich gehe jetzt mal woanders hin. Du machst das ja, ne? Ich bin Dr. Stobbart. Bonjour, Doktor. Obwohl, warte mal, es gibt noch eine Kleinigkeit. Bis später dann. Au revoir, Doc. Es gibt noch eine Kleinigkeit. Genau, weil er hätte uns jetzt hier nicht weitergelassen, wenn wir nicht seinen Blutdruck messen. Aber wir können uns noch mit einem anderen Patienten unterhalten. Die Schwester ist atemberaubend schön. Die Jungs auf dieser Station haben echt Glück, von ihr gepflegt zu werden. Verzeihung, Schwester. Oui, Monsieur. Okay, weil normalerweise würde sie dann sagen, ich soll mir auch noch den Patienten hier im anderen Bett anschauen und der erzählt mir dann etwas von einem Leiden, dass er immer wieder das Bewusstsein verliert und das immer für einen, den Bruchteil einer Sekunde mehrfach am Tag und da, dadurch ganz danke, lange... Schwester. Au revoir, Monsieur. Wartet mal, ich kann ihn nicht ansprechen, haben sie wohl rausgenommen. Ne, dass er ja mehrmals am Tag das Bewusstsein verliert für den Bruchteil einer Sekunde und damit einen Haufen Lebenszeit am Bewusstseinsverlust verliert. Und am Ende stellt George richtig fest, ja, das nennt sich Blinzeln. Aber anscheinend müssen wir das wohl nicht. Na gut, dann ab zum Wachmann. Er sitzt da wie ein in Stein gehauener Kartoffelsack, aber die Augen des Polizisten blicken wacher als ein Eichhörnchen. Oh, hallo. Bonjour. Haben Sie irgendwelche verdächtigen Charaktere auf der Station gesehen? Ja, hab ich. Ein Gorilla und ein Wiesel? Nein, ein ziemlich schäbiger Bär. Inwiefern hat sich der Bär verdächtig gemacht? Naja, er hat einen Zylinder getragen. Ist das gegen das Gesetz?
Nein, aber ziemlich merkwürdig für einen Bären. Oh mein Gott. Haben Sie mal was von einem Typ mit Namen Marquet gehört? Der ist in Quarantäne. Direkt hinter dieser Tür. Marquet ist genau der Mann, den ich sehen will. Ich würde da nicht reingehen, wenn ich Sie wäre. Er hat Milzbrand. Ich muss meinen Patienten besuchen. Wozu? Routine. Ich muss überprüfen, ob er noch atmet. Und was, wenn nicht? Ich unterzeichne eine Urkunde und melde das Bett als wieder verfügbar. Das ist eine kalte und distanzierte Beziehung zum Tod. Ich bin so professionell, dass ich schon göttliche Züge trage. Der weiße Mantel steht Ihnen. Danke. Oh mein Gott. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, habe ich noch nie gesehen. Das antwortet mir auch gefühlt jeder. Bis später dann. Au revoir, Doc. Also nach Milzbrand sieht das ja nicht aus. Marquet? Ja. Ich bin Marquet. Ich habe Sie erwartet. Ach, wirklich? Und? Worauf warten Sie? Bringen wir es hinter uns. Ich will doch nur wissen, was ich mit dem Edelstein anfangen soll. Dem Lochmann-Edelstein? Ja, genau den. Hier in meiner Tasche. Ich dachte, Sie wären einer von den Haschaschin. Ich doch nicht. Ich habe nie auf Lunge geraucht dabei. Also, hat man Sie an meine Stelle geschickt? Ja. In Ihrem Zustand können Sie ja wohl kaum nach Irland reisen. Was soll ich mit dem Edelstein anfangen? Bringen Sie ihn zum Großmeister. Schnell, sagen Sie ihm, dass ich das Dreibein gefunden habe. Direkt hier in Paris. Haben Sie es? Noch nicht. Aber man kümmert sich bereits darum. Ich habe ein paar kleine Ganoven angeheuert, die sich auf solche Gaunereien spezialisiert haben. Sind das vielleicht zufällig Flapp und Guido? Sie kennen die beiden. Klausner ist unterwegs nach Syrien. Auf ein ganz wildes Gerücht hin. Ein Wildgericht, meinen Sie? Er hat eine Theorie aufgestellt, wo man vielleicht... Das ist aber jetzt genug Aufregung für einen Tag, Monsieur Marquet. Was machen Sie hier? Das sehen Sie doch, ich unterhalte mich mit diesem Patienten. Monsieur Marquet ist mein Patient. Wenn Herr Hagenmeier das hört... Okay, ich gehe ja schon. Ich habe sowieso alles aus Marquet herausgeholt, was ich wissen muss. Da sind Sie ja, Sir. Ich wollte Sie gerade holen kommen. Ich bin mit Ihrem Blutdruckmessgerät jetzt fertig. Danke, Bunny. Was ist das für ein Geräusch? Das klingt ja, als hätte jemand einen Herzanfall. Ist schon in Ordnung, der Doktor ist bei ihm drin. Sind Sie sicher, dass das ein Arzt war? Oui, Monsieur. Er hat mir seinen Ausweis gezeigt. Er heißt Dr. Bray. Hier arbeitet kein Dr. Bray. Ein Betrüger. Die Tür ist verschlossen. Helfen Sie mir, Wachtmeister. Treten Sie zurück, Monsieur. Wieder in Nikos Apartment. Hallo, George. Oh mein Gott, war das wieder der Kostümmörder? Hat er sich diesmal als Doktor verkleidet, aber es sah gar nicht aus wie Khan. Ich habe Jacques Marquet gefunden. Hat er was gesagt? Ja, er hat geredet, zum allerletzten Mal. Ist er tot? Ja, von einem falschen Arzt, kaltblütig ermordet. Wie abscheulich. Was für ein Mensch würde sich als Arzt ausgeben und einen sterbenden Mann ausnutzen? War es Khan? Nein, ich weiß nicht, wer es war, aber sicherlich nicht Khan. Er ist geflohen, durchs Fenster. Mal von Haschi-Aschin gehört? Nein. Marquet sagte, sie wären sein größter Feind. Sein größter Feind war der falsche Arzt. Erinnere mich bloß nicht daran, der Typ war bösartig. Er hatte einen wilden, starren Blick, wie ein toter Fisch. Ich werde keinem Arzt mehr trauen. Glaubst du, der Mörder war für den Tod von Marquet verantwortlich? Das glaube ich nicht. Er hätte ihn schon das erste Mal erledigen können. Außerdem hätte Marquet ihn erkannt. Er war bis oben hin mit Beruhigungsmitteln vollgepumpt. Er hätte nicht mal mehr die vier Reiter der Apokalypse erkannt, ohne dass sie sich vorgestellt hätten. Vielleicht doch nicht. Okay.
Was großartig Neues habe ich ja nicht, aber er hat ja noch mal was über das Dreibein gesagt, nämlich, dass es gestohlen werden soll. Und das bedeutet, wir müssen jetzt auf jeden Fall gleich noch mal zum Museum von Kroon. Schauen wir uns die Schriftrolle noch mal an. Da ist ein Typ mit Schwert und einem Stier. Zwischen ihnen steht ein Edelstein auf einem Dreibein. Stimmt, hier kam ich ja nicht raus, wenn ich mir nicht alle Szenen angucke. Da ab. Ein auf der durch. Eine aber da. Schau. Ich werde besser zurückgehen und mit diesem Verrückten reden. Mit wem? Rousseau oder Sergeant Mouet? Oder meinst du André? Das darfst du selbst herausfinden. Aber gute Idee, wir könnten ja erstmal zur Polizei. Ich meine, sind die nicht eigentlich dafür verantwortlich, Verbrechen aufzuhalten? Und er ist schon wieder nicht da, ne? Rousseau. Aber Mouet ist hier. Sergeant Mouet? Ja. Ich möchte einen Überfall melden. Ja, Monsieur? Wo ist das Opfer? Hatten wir das nicht schon? Ich verstehe. Sie haben können. Okay. Bis bald, Sergeant. Okay, das hat dann wohl nichts gebracht. Na dann zum Museum. Ah! Schaut mal, wer jetzt hier ist. Verzeihung, sind Sie André Lobineau? Live und in Farbe. Möchten Sie ein Autogramm? Nein, mir wurde gesagt, dass Sie mir vielleicht helfen könnten. Helfen? Ich heiße George Stobbart. Ich hätte gerne Ihre professionelle Meinung. Nun ja, okay, schießen Sie los. Sagt Ihnen der Name Montfaucon etwas? Klar, das war der schrecklichste Ort von Paris, zumindest vor der Revolution. Eine öffentliche Toilette? Montfaucon war der Platz, an dem viele Tausend exekutiert wurden. Ein dunkler Tempel des Todes mit vielen Bogenreihen. In jedem Bogen ein grausiges Ausstellungsstück. Galgen, an denen die Gehängten baumelten und die Krähen warteten. Das erklärt das Bild mit dem gehängten Mann. Ich habe einen Hinweis auf Montfaucon in Irland gefunden, in einem Dorf, das Loch Marne heißt. Loch Marne? Da hat doch Pegram gegraben. Genau. Er hat die Ausgrabung verlassen, bevor ich ankam. Kennen Sie Pegram gut? Nicht besonders. Ich habe ihn auf einer Konferenz getroffen. Ich hätte mich gerne intensiver mit ihm unterhalten, aber ich hatte keine Zeit. Wann war das? Oh, im Sommer. Juli, glaube ich. Ich hätte gerne Ihre Meinung zu einer mittelalterlichen Handschrift. Vraiment? Haben Sie die Rolle hier? Nein, sie ist zu empfindlich und außerdem, da gibt es gewisse Leute, die vor nichts zurückschrecken würden, um sie in ihre gierigen Hände zu kriegen. Hört sich toll an. Haben Sie eine Kopie des Textes? Es ist nicht viel, nur ein paar Sätze auf Latein. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir helfen, die Bilder zu entziffern. Ohne die Schriftrolle zu sehen? Das ist etwas viel verlangt. Sagen Sie mir nur eines. Was bedeutet es Ihrer Meinung nach, wenn auf einem Bild zwei Männer auf demselben Pferd reiten? Die Tempelritter. Erscheint das Siegel der Tempelritter auf diesem Manuskript? Das würde ich zu gern mit eigenen Augen sehen. Jemand passt auf die Schriftrolle auf. In Paris? Ja, ist gar nicht weit von hier. Na gut, geben Sie mir die Adresse und ich komme hin und schaue mir das Ganze mal an. Ich weiß nicht so recht. Vielleicht sollte ich das erst mit ihr absprechen. Eine Freundin also? Ja, yeah, es ist eine Frau. Diese Freundin, bei der die Schriftrolle ist... Ah oui, die unbekannte Dame. Sie wohnt in der Rue Jarry, Nummer 63. Ah, da kenne ich mich gut aus. Ich komme vorbei, sobald ich kann. Können Sie mir etwas über die Tempelritter erzählen? Ja, natürlich, Georgie. Soldaten, Diplomaten, Söldner, Mönche, Banker, was immer Sie sagen, es passt auf die Tempelritter. Die größte Streitmacht der Christenheit. Jesus Miliz. Heilige Mutter. Woher haben die Templer ihren Namen? Von dem Gebäude, in dem sie ihr Hauptquartier eingerichtet haben. Der König von Jerusalem stellte ihnen einen Teil einer Moschee auf dem Tempelberg zur Verfügung. Man sagt, dass dort der echte Tempel von Salomon gestanden habe. Der Orden wurde zuerst als Ritter des Tempels und später als Tempelritter bekannt. Sie sind eine Goldgrube für Informationen, André. Freut mich, wenn ich Ihnen helfen konnte, George. Wieso waren die Tempelritter so reich? Ein Strom an neuen Rekruten verstärkte ständig ihre Reihen, viele davon aus edlen Familien. Sie mussten ein Gelübde der Armut, Keuschheit und des Gehorsams ablegen. Und so wurden ihr Vermögen, ihre Güter und Ländereien dem Orden überschrieben. Die Tempelritter besaßen sehr bald Land in Frankreich, Schottland, England, Spanien, genauer gesagt in ganz Europa. Die armen Christusritter wurden zur reichsten Macht der Christenheit.
Ist es wahr, dass der Schatz der Tempelritter nie gefunden wurde? Ah, wer weiß das schon so genau? Wir wissen so wenig von dem, was wirklich geschah. Und andererseits ist es möglich, dass die Wahrheit nie an die Öffentlichkeit gelangte. Was wollen Sie damit sagen? Die Templer umgibt ein mythologischer Status, so wie zum Beispiel auch den britischen König Artus. Selbst jetzt gibt es Leute, die behaupten, dass die Templer immer noch existieren. Halten Sie das für wahrscheinlich? Nein, nicht für einen Augenblick. Ich dachte, dass es Sie vielleicht interessiert. Jemand wird das Dreibein klauen. Das Lochmarn-Dreibein? Nein. Doch, ganz bestimmt. Ich kann Ihnen eine Beschreibung der Diebe geben. Bevor das Ganze überhaupt stattgefunden hat? Ich habe gehört, wie Sie den Einbruch geplant haben. Die verschwenden nur ihre Zeit. Das Dreibein wird durch ein hochmodernes Alarmsystem gesichert. Wie Sie meinen. Aber behaupten Sie hinterher nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Das hochmoderne Warnsystem. Eine ganz laute Klingel. Warum leihen Sie mir das Dreibein nicht aus, damit es in Sicherheit ist? Weil ich es dann niemals wiedersehen würde. Sie trauen mir nicht? Das ist keine Frage des Vertrauens, George. Dieses Dreibein ist hunderte von Jahren alt und extrem zerbrechlich. Ich verstehe, was Sie meinen. Haben Sie mal etwas von den Hashashinen gehört? Wieso? Ja, das war eine radikale Muslimsekte, deren Namen zum Synonym für Mord wurde. Sie entstand in Persien im 11. Jahrhundert, kurz vor den Kreuzzügen. Ungefähr zur gleichen Zeit wie die Templer. Ja, sie haben den romanischen Sprachen ein neues Wort beschert. Assassini, die Meuchelmörder. Na, dämmert's euch? Templer? Assassinen? Den Rest überlasse ich euch. Wie sind die Assassini zu ihrem Namen gekommen? Das kommt von der Legende, die ihre geheimnisvollen Initiierungsriten umgibt. Einem jungen Mann, der in die Sekte eintreten wollte, wurde Haschisch gegeben, bis er ins Reich der Träume trieb. Wenn er erwachte, befand er sich in einem wundervollen Garten mit allem, was man sich nur wünschen konnte. Das frischeste Wasser, das köstlichste Essen, das ausgesuchteste Hasch und die wunderbarsten Frauen. Cool. Haben Sie die Adresse? Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Diesen Vorgeschmack des Paradieses gab es nicht umsonst. Hätte ich mir denken können. Am nächsten Tag erwachte der junge Mann wieder in seiner normalen Welt. Ihm wurde gesagt, dass er einen Blick in den Himmel werfen durfte, der für die heiligen Märtyrer reserviert war. Ein Himmel, den er für den Rest der Ewigkeit genießen dürfe, wenn er sich den Hashashin anschließen würde. Was machten die Hashashin? Nun ja, wie ich bereits erklärt habe, waren die neuen Rekruten mehr als bereit, für die Sache zu sterben. Ihnen wurde beigebracht, wie man Dolch, Gift und Verkleidungen benutzt. Dann benannte der Großmeister der Sekte einen Feind Alas. Und sie setzten alles daran, diesen Feind zu eliminieren. Sie haben es erfasst. Sie kannten keine Angst und brachten den Tod. Existiert dieser Hashashin-Kult noch immer? Schauen Sie sich in der Welt von heute um und dann geben Sie mir die Antwort. Wo genau liegt Montfaucon? Im Nordosten beim Kanal Saint-Martin. Aber es ist nichts davon übrig. Der alte Galgen wurde während der Revolution abgerissen. Kommt Ihnen der Typ auf dem Foto bekannt vor? Nein. Hier könnte ich aber nochmal nach dem Streichholzpäckchen fragen. Sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen etwas? Alamut ist der Name von dem Ort, an dem die Hashashin ihr Hauptquartier hatten. Wo ist das? Irgendwo in der Gegend, die einmal Persien hieß. In moderner Geografie kenne ich mich leider nicht allzu gut aus. Auf der modernsten Karte, die ich habe, ist Amerika als englische Kolonie eingezeichnet. Okay. Gut. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. Jemand will das Dreibein klauen. Vielleicht interessiert es ja den Wachmann. Verzeihung. Oui, Monsieur. Wissen Sie etwas über die Tempelritter? Nein, Sir. Nicht das Geringste. Das Schild am Dreibein besagt, dass es in einem Templerkloster gefunden wurde. Ach ja. Achso, das hatten wir ja schon. Können Sie mir weitere Informationen über das Dreibein geben? Sicherlich, Monsieur. Es ist berüchtigt, jawohl. Dieses Dreibein. Okay, das hatten wir alles schon. Gut, er kann mir nicht helfen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. So, also, das Dreibein soll gestohlen werden. Das müssen wir unbedingt verhindern. Ja, vielleicht wäre es ja ganz praktisch, wenn wir über Nacht hier bleiben könnten in der, in dem Museum. Und ich glaube, dass ein Sarkophag wäre doch ein ganz gutes Versteck.
Ein alter ägyptischer Sarkophag, auf dessen Deckel ein wunderschön gemaltes Bild des Besitzers prangt. Lassen Sie die Finger davon. Der Schrank ist mehr als 3000 Jahre alt. Schrank? Das ist ein Sarkophag. Vielleicht kann ich ihn ja überreden, mich da reinzulassen. Hi, André. Nee, mit André Hallo, möchte ich John. Nicht reden. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. Okay, mit dir wollte ich reden. Hey, wach mal. Verzeihung. Oui, Monsieur. Nee, okay. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Okay, dann heißt, ich gehe jetzt mal schon mal unauffällig zum Sarkophag. Und wenn er dann wieder wegguckt, dann steige ich schnell ein. Ja, lala, ich mach nix. So, und rein. Versuchen Sie lieber nicht da reinzuklettern, Monsieur. Sie würden ersticken. Ich wollte schon immer mal wissen, wie man sich als Mumie fühlt. Okay, vielleicht müssen wir ihn anders ablenken. Und zum Glück gibt es ja hier etwas, an dem man herumdrehen kann. Und Dinge, an denen man herumdrehen kann, sind immer lustig. So. Jetzt kommt hier nämlich ein bisschen Sauerstoff rein in die Bude. Das scheint aber dem Wachmann nicht so zu gefallen. Deswegen nutze ich schnell seine Ablenkung und spring in den Sarg. Wir schließen jetzt, Monsieur Lobineau. Schon? Der Tag hat einfach nicht genug Stunden. Mehr als genug für mich. Ich kann es gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen und die Füße hochzulegen. Eh bien, dann bis morgen. Gute Nacht, Monsieur. Ja, tiefer in der Nacht. Und wen haben wir da? Guido und Flap. Hör mit dem Blödsinn auf, du Idiot. Schieb deinen Arsch hier rüber und bring die Taschenlampe mit. Oh mein Gott. Was zum... Wer ist da? Los, nix wie raus hier. Na wunderbar. Okay, eine mysteriöse Person kommt. Wieder in Nikos Apartment. Und als ich aufwachte, war ich auf der Polizeistation. Na wunderbar. Glücklicherweise konnte ich Rosso davon überzeugen, dass ich unschuldig war. Armer George. Was für eine Schweinerei. Ich habe alles vermasselt. Glaube ich nicht. Du hast gute Arbeit geleistet, indem du die beiden Gauner abgelenkt hast. Ja, aber der Killer ist mit dem Dreibein entkommen. Nein, ist er nicht. Er ist nicht der Einzige, der sich verkleiden kann. Du meinst, aha. Du hast das Dreibein gestohlen? Zum Teufel, Nico, ich hätte erschossen werden können. Diese Trottel hätten sich wahrscheinlich an die eigenen Füße geschossen. Ich wünschte, du hättest mir von deinem Plan erzählt. Wir stecken alle beide da drin. Und wieso hast du dich wie eine Pantomimenkatze verkleidet? Sei jetzt bitte nicht eingeschnappt, Georgie. Ah, Mist. Und nenn mich nicht Georgie. Ich dachte, du würdest dich freuen. Schließlich haben wir das Dreibein. Oh, übrigens, André Lobineau hat mich besucht. Oh ja, es macht dir doch nichts aus, dass ich ihm deine Adresse gegeben habe. Keineswegs, es war schön, ihn wiederzusehen. Er ist fast übergeschnappt, als ich ihm die Schriftrolle gezeigt habe. Es passiert nicht oft, dass er sich so aufregt. Er hat das Ritterwappen abgemalt, um es mit ins Museum zu nehmen. Ich hoffe, er hat die Familie ausfindig gemacht, die das Wappen trägt. Das hoffe ich auch. Ja, Mensch, Nico hat das Dreibein und ich habe den Edelstein, also... Nichts passiert. Ja. Der Edelstein passt genau, aber was beweist das? Vielleicht muss das Dreibein an einem bestimmten Ort stehen. Im Manuskript gibt es keinen Hinweis, wo das sein könnte, oder? Ja, gut, dann haben wir jetzt das Dreibein erstmal auch mitgenommen. Ich mache mich besser wieder auf die Suche. So, ihr lieben Freunde meines Kanals, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Ja, ich würde sagen, wir haben ja erfahren, wo Montfaucon sich befindet.
Und da gehen wir auch einfach hin und ihr seht, hier geht schon ganz schön die Party ab. Im Übrigen, die Szene im Museum ist wieder ein sogenannter Hotspot gewesen. Da konnte man im Original den Löffel abgeben. Wenn man nämlich zu lange wartet, wird man von Flap und Guido entdeckt und leider schießen die beiden sich nicht in die Füße, sondern erschießen dann George. Man musste eben ganz schnell zur Seite springen. Ja, das muss man jetzt in der neuen Version nicht mehr. Von daher alles gut, haben wir ja geschafft. Wir haben jetzt auch das Dreibein und wir wissen jetzt auch, wer Khan ist, zumindest was seine Motivation ist. Denn es scheint so, als ob Khan eben zu den Hashashin gehört, also zu den Assassinen, die sich schon in einem, ja, sehr, sehr langen Kampf mit den Templern befinden. Wie gesagt, wer hier Parallelen zu Assassin's Creed sieht, der liegt absolut richtig. Ich weiß gar nicht, ob die Spiele was miteinander zu tun haben oder ob diese, ob dieser Konflikt Templer-Assassinen miteinander was zu tun hat. Ich hatte das irgendwann mal nachgelesen und da kam eigentlich raus, dass die Assassinen in der Zeit damals nicht zur gleichen Zeit aktiv waren wie die Tempelritter. Also eigentlich gab es da wohl keine historischen Überschneidungen. Jetzt bin ich aber auch kein Profi, vielleicht wisst ihr da ja mehr. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich mache erstmal ein kleines Päuschen, dann versuchen wir nächste Runde uns hier mal Montfaucon mal genauer anzuschauen und vielleicht trinken wir auch hier mit dem Polizisten ein Gläschen Wein. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl und haut rein. BB, euer Hyuga.